Geht schon los. Wir sind jetzt da in der Keltenschanze. Also es ist ziemlich sicher, dass es ein alter keltischer Kultplatz ist. Ob das jetzt ein Opferplatz war oder bloß ein Versammlungsort. Wahrscheinlich war es keine Wohnstätte, sondern irgendwie schon so ein Kultplatz. Schön ist, dass der Ringwall, der eigentlich vollständig erhalten ist, wo wir jetzt gerade drüber gestiegen sind, vollkommen intakt ist da. Was er darauf hinweist, dass das ein Kultplatz ist, ist, dass da in unmittelbarer Nähe, nämlich da drunten, entspringt die Pilsach. Und so das Wasser oder die Quelle, das war immer ja, heiliger, mystischer Ort. Eigentlich in allen Kulturen, oder besonders auch bei den Kelten. Und in der Nähe sind dann auch auf die Kultplätze gewesen. Dann gehen wir wieder zurück über den, gehen wir wieder zurück über den Ringwall. Wie verblieb der Zeitplatz? Es gibt keine Besichtigung mehr. Und das ist dann alles so zur Aufgebreitung. Ja. Das ist jetzt da, ja. Okay. Und einfach vorne haben wir einen Gleisraum. Und da hinten ist im Nordosten oder ja, ist die Öffnung. Und das ist auch oft typisch, dass man. Dass die Öffnung in Richtung Norden war. Aha.